Ski-Alpin, Slalom. Oh, Slalom. Scheiße. Wie war das denn? Oh je. Yeah. Eins, go. Perfekter Start. Einigermaßen Kraft aufgebaut. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie wir hier durchkommen. Okay, wir fahren hier ordentlich weit hier außen rum. Uah. Ich muss hier doch den Carving-Knopf das ein oder andere Mal bemühen. Wir sind hier zumindest noch nicht weit entfernt von den... Nee, wie ausgelassen? Nochmal eingefädelt, oder was? Ach, come on. Oh, shit. Das ist echt schwer, hier den Rhythmus zu finden. So, und nein, ins Ziel. Ist ja fast ausgesehen, als würde sie ins Ziel bremsen. Aber wir sind trotzdem noch auf Rang Silber. Also auf dem Silberrang, zweiter Platz. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht, okay. Wenn wir das nochmal so halbwegs so ins Ziel bringen, dann könnte es eine Medaille werden. Na, jetzt. Eins, los. Auf, ah, hämmern. So. So. Sie haben ja zum Glück... Ach nö. Zählt das jetzt hier als ausgelassenes Tor oder was? Eingefädelt, so schnell kann es gehen. Oh, nochmal. Nicht, dass wir hier unsere Silbermedaille jetzt verspielen. Ach komm, das hat jetzt doch aber... Schon sind wir auf dem Bronzeplatz. Jetzt komm, jetzt müssen wir uns hier ein bisschen reinhängen. Wow. Ach nee. Was ja. Jetzt können wir hier ins Ziel kugeln oder was? Komm, schieb an. Hei. Doch nur Bronze. Ja, schmeiß die Stecken weg. Wir haben es echt versagt da unten. Wir haben echt versagt da unten. Hei. Sehen wir noch, der Start. Und die ersten Tore waren noch super. Hat noch gut ausgesehen, auch wenn die hier aussieht, als würde sie gar nicht Skifahren können. Oh ja, da hat man es gesehen, eingefädelt. Oh Mann. Na, 207. Auch nicht sonderlich populär. Yes, das aber die hat wenigstens eine Deutschlandmütze auf. Hätte das gedacht. Und unser schickes blondes Mädchen leider nur auf Bronze. Alles gut. So. Was kommt noch? Skeleton. Yes, das Skeleton. Das wird so funktionieren wie Rodel, nehme ich an. Go. So kommt hier auch wieder. Oh ja, da kommt eine rote Linie. So, mit was lenke ich? Kurve 0, geil. Aber wir sind vorn. Dürfen wir uns diesmal hier nur nicht abwerfen lassen. Nicht anecken. Das ist das Wichtigste. Ich komme hier immer viel zu früh in die Kurven rein.
Da sind wir schon wieder leicht angeeckt. So, das ist das Zielkarussell. Und ab durchs Ziel. Nur als Zweiter. Mit unfassbaren 3 Sekunden Rückstand. Wo haben wir die denn geholt? Scheiße. Heieiei. So, zweiter Lauf. Go! Aufspringen. So. Jetzt schauen wir mal, dass wir mit ein bisschen mehr Risiko durch die Kurven fahren. Und vor allem nicht so früh hochfahren probieren, dass wir hier nicht so schnell anecken. Vielleicht schaffen wir es ja noch auf einen ordentlichen Platz. Und schon wieder angeeckt. Ei, der Blitz nochmal. Wieso immer zu früh? Ich sehe doch da, dass die Kurve anfängt. Und jetzt sind wir schon wieder hinten. So, vorletzte Kurve. Ab durchs Karussell. Ei, aber die Silbermedaille haben wir. Die Silbermedaille haben wir verteidigt. Sehr gut. Boah, Schweden hat uns da ordentlich was abgenommen. So schaut's aus. Jetzt gucken wir hier auch nochmal auf den Medaillenspiegel. Wir sind noch ohne goldene Medaille dann natürlich auch ganz hinten. Scheiße, aber wir haben immerhin auch 10 Medaillen geholt. Ist jetzt so schlecht nicht. Halt leider nur 6 silberne, 4 bronzene. Ein, zwei goldene vorne wäre natürlich auch schön, aber vor allem im Medaillenspiegel zählt natürlich hier nur Gold. Ach, war eh die letzte Disziplin? Ja, Mensch, das war's dann mit der Olympiade. Letzter im Medaillenspiegel, trotzdem 10 Medaillen geholt. Ich glaube, damit können wir einigermaßen zufrieden sein für den ersten Versuch, mehr oder weniger. Den zweiten werden wir allerdings wahrscheinlich auch nicht unternehmen, weil wie gesagt, wir spielen hier die anderen Wintergames noch durch, damit wir so ein bisschen vergleichen können. Wie hat euch denn hier dieses Vancouver 2010 gefallen? Habt ihr vielleicht selber gespielt? Auf der Konsole oder am PC? Ich muss jetzt sagen, hier so im Nachhinein, ein paar Disziplinen sind super und machen Mods Spaß. Zum Beispiel hier, was ich gar nicht gedacht hätte, Short Track war überraschend lustig und war auch überraschend gut zu steuern. Im Gegensatz dazu, dieses Rodeln, Bobfahren und so weiter, das ist irgendwie so eine etwas schwammige Angelegenheit. Oder auch dieses Freestylen mit dieser komischen Rumwirbelei da ist jetzt nicht so meins. Skispringen selber, da gibt es auch deutlich bessere Steuersysteme und Abfahrt und die ganzen Skiwettbewerbe, da brauchen wir eigentlich nicht zu diskutieren. Das ist ein ganz großer Käse, ist das. Ich weiß nicht, die Ski-Challenge macht das ja super, zumindest was die Abfahrt ja angeht. Lässt sich super fahren. Hat einigermaßen realistische Abfahrten und die auch schön nachgebaut. Da bin ich jetzt hier absolut nicht zufrieden. Das ist irgendwie vom Feeling her eine Katastrophe, ist das. Und schaut auch nicht sonderlich spektakulär aus. Tja, damit würde ich gerne diese Aufnahme hier beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Game wieder. Ich glaube, wir spielen dann, was ist das, 2008, 2009, Hermann Mayer, Body Miller, Ski Racing. Blabla, ich glaube 2008 ist das. Ich weiß gar nicht, wo liegt denn hier die Schachtel? Nee, das ist nicht. Na gut, ist ja wurscht. Da sehen wir uns dann jedenfalls wieder. Und wie es dann weitergeht, entscheidet auch, je nachdem, was ich für Games hier noch auftreiben kann. Die gibt es zwar relativ günstig, sage ich jetzt mal. Mittlerweile kosten nur ein paar Cent, aber das ist dann immer nur so eine Sache mit dem Versand und ob die überhaupt verfügbar sind. Noch irgendwo. Und ich bin ja so ein Freund von den großen Grabbelkisten in den Elektronikmärkten, wo es dann auch immer für 2-3 Euro so Games gibt. Eben auch immer wieder so Aktionen, hier nimm 3 mit, zahle 2 und so. Da werde ich mal sehen, was ich noch alles auftreiben kann an Winterspielen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen und Zuhören vor allem. Euer Alpine sagt, bye bye, bye bye.